Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Platin, die Uni-Flug-Pokémon-Challenge heute mit Gast-Co-Kommentator in den Bildschirmklick. Hallo, ich bin Gast-Co-Kommentator. Hallo. Hallo. Meine Maus will nicht so wie ich. Ja, wir fangen auch gleich damit an, dass wir zum Pokémon Center zurück müssen und dafür müssen wir erstmal durch diese Tür. Jo, weswegen habe ich den Giro bei? Keine Ahnung. Warum habe ich dich dabei? Weil ich bin awesome. Deswegen. Genau, überhaupt nicht eingebildet. Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das passt einfach nur gut dazu, dass ich gestern bei dir bei Mario dabei war, ne? Ja, da war ja irgendwas. Hust! Ja. Ich kann mich so ganz dunkel daran erinnern. Knuddeln ja. Extrem. Genau. So abends. Du wolltest ja vorbeikommen, bist es aber nicht. Nee, ich hab dich ja gestört. Da lässt du dich ja nicht streicheln. Nee, ich lass mich nicht streicheln. Schön, dass wir damit wieder anfangen. Natürlich. Deine Zuschauer wissen jetzt alles darüber, ja? Meine müssen ja nicht unbedingt deine sein. Warum leckt das so blöd? Nom, 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 nom. Rein da. Gut, dann, Kannst du in diesem Spiel auch so viel sagen, weil ich mich total bei Pokémon auskenne. Ich will diesen Trainer da nicht besiegen. Ich überspringe den einfach und gehe gleich weiter. Hallo. Ja, das schaffst du ja. Ja, ja, ich bin einer der drei Commander von Team Galactic. Moment, das stimmt doch gar nicht. Einer der vier Commander. Man nennt mich Mars. Mars. Lecker. Nicht Snickers? Nee. Wir werden eine neue Welt schaffen. Eine Welt, die besser ist als diese. Aber niemand versteht unsere Pläne und findet sie gut. Du verstehst auch nicht, oder? Das macht mich traurig. Hallo, wir sind ein 12-jähriges Mädchen ungefähr. Kämpfen wir, um zu sehen, welche Schritte wir als nächstes gehen werden, ja? Ich find's gut. Diese Person kann die Trauer so gut spielen. Und sagen, ich bin traurig. Das macht mich traurig. Ja, das macht ihn furchtbar traurig. Wenn ich gewinne, verschwindest du hier. Gewinnst du, werden wir Team Galactic hier verschwinden. Denn ich bin so traurig. Wow. Ich bin so eine miserable Schauspielerin. Commander Mars. Es ist ein 12-jähriges Mädchen oder sowas. Die ist 2 Jahre älter als Ash jemals sein wird. Also. Und die stehen da mit wie vielen Leuten? Keine Ahnung. Könnten sie einfach eigentlich an den Arm packen, hochheben und rausschmeißen? Könnten sie, machen sie aber nicht, weil sie lieber die Pokémon sprechen lassen. Genau. Mundo, Mundo! Was glaubst du, stellst du da mit meinem Pokémon an? Ich schlage mit meinen Flügeln. Mundo, Mundo! Mundo, Mundo! Berlin, Berlin! Berlin, Berlin! Ach, Rauchwolke. Alex! Ah. Jetzt haben wir alles gesagt, was wir sagen wollten. Vielleicht sollte ich auch noch irgendwann eine Pokémon Decay nennen. Ah. Wie, Nein, du musst ein Pokémon haben, was Lifesteal hat, und dann musst du das Mundo nennen. Mundo, Mundo! Mundo, Mundo! Ich fand mir ein Zubat, ey. Blutsauger. Mundo, Mundo! Genau. Okay, Drache ist überhaupt nicht effektiv, machen wir heute mit Stoß. Mundo, Mundo! Möchtest du erklären, wer denn dieses Mundo ist? Ja, für Leute, die das Spiel League of Legends nicht kennen. Dr. Mundo ist ein Charakter, der seinen Namen ziemlich oft sagt. Und da haben wir uns halt, da sind wir irgendwie drauf gekommen, er könnte glatt ein Pokémon sein, weil er seinen Namen so oft hintereinander sagt. Mundo, Mundo! Mundo, Mundo! Commander sagt jetzt Charmian. Charmian, Charmian, Charmian. Ist eine miese Katze. Magst du Katzen? Ja. Kann man streicheln. Oh, Schnurr. Guck mal, der Charmian ist weiblich. Ja. Ist es, eigentlich glaube ich, ist es normal, aber finde es Unlicht.
Das haut rein. Das hat wehgetan, meinem armen Talia. Dann zeige ich dir jetzt mal das Pokémon, was bis jetzt jeden Kampf rumgerissen hat, Pascal. Ja, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Los, Pascal. Ja, Pascal kennst du ja auch schon, ne? Netter Kerl. Nett. Sehr sozial. Der hat dich auch so eingeschüchtert, ne? Ja. Okay, dann Pascal kann sage und schreibe das. Jetzt halt vergessen wir Drachenmut Spezial oder egal, du beißt einfach rein. Nom, so nom, wie nom. Du knuddelst, ne? Weil küsst er. Nom! Nom! Wie gesagt, ich bin extrem Knuddler! Ja! Jetzt sollte ich mir auch noch irgend so ein Fähnchen männliches Tropius haben, nenn ich Zero. Eniko. Eniko, Eniko. Auch weiblich? Oh mein Gott! Das soll süß sein, ich finde das Ding überhaupt nicht süß. Höchstens das Gesicht. Eiskalt reinbeißen, ey. Muss ich vorstellen, ein kleines rosa Vieh und dann diese riesige Garados-See-Schlangenflugding. Genau. Nerviger Angriff, das ist nervig, ne? Schlaf ist übel. Jo. Das habe ich schon in Final Fantasy oft genug erlebt. Jo. Ja, ich bin voll overpowered. Ich kann Gegner mit einem Schlag töten. Schlaf. Und dann machen sie nicht mal Schaden, treffen gar nicht oder verletzen sich selber. Keine Ahnung. Jo. Eniko, Eniko. Pascal, ja, Pascal ist endlich aufgewacht und kann reinbeißen. Und somit war der Kampf einfach. Ja. Der Elektrokampf, der vorhin gegen den Rüpel war, schwerer. Pascal erinnert mich ein bisschen an Bowser aus RPG. Unfassbar, ich hab verloren, du kleine Rotznase. Ganz viel Geld. Ganz, ganz viel Geld. Hups, da habe ich aber ordentlich Mist gebaut. Aber das macht rein gar nichts, ich habe den Kampf genossen. Ich bin glücklich. Das ist doch... Möchtest du den verrückten Professor gerne mal sprechen? Kannst du es lesen? Kommt der oft vor? Ich weiß es nicht. Ich glaube, gegen Ende kommt er nochmal. Warte mal, wie spreche ich ihn? Ich spreche ihn wie ein Boss aus RPG. Ja, das ist aber schade. Gegen ein Kind zu verlieren ist bedauerlich. Nun, da kann man nichts machen. Wir haben genügend Energie zusammen. Mit der gewonnenen Elektrizität stehen uns nun Tür und Tor offen. Und natürlich die Terrassentür auch noch. Mia, Karon, komm da kein immerhin erkennt selbst der Boss mein Jimmy an. Otto. Mars, wir brechen auf. Zu Snickers. Zu Snickers, das hat Nüsse. Du hast mir gar nichts zu sagen. Nur der Boss darf mir Vorschriften machen, sonst darf das keiner. Reiß dich in meiner Nähe gefällig zusammen. Du bist immerhin neu hier. Mondo, Mondo. Denk nur nicht, dass sich jemand ernst nimmt. Tja, höchste Zeit, Zeit, dass wir uns verabschieden. Yay. Plupp, weg. Ich stehe doch mitten im Gang. Der Vater von dem kleinen Mädchen, er kommt nie wieder. Soll ich ihn auch sprechen? Bitte. Okay. Team Galactic! Sie haben gesagt, dass Sie unbedingt Energie und Pokémon sammeln müssten. Im Gegensatz auch, zu... auch immer. Team Rocket sammelt nur Pokémon. Genau. Damit wollen Sie ein neues Universum aufbauen. In Miniaturformat. Haben Sie zumindest gesagt. Also mit Magnetilus, die um sich selbst rumkreiseln. Magnet. Und total voll aussehen. Das hat alles überhaupt keinen Sinn ergeben. Boah, es macht alles keinen Sinn. Magnetilus kreist nicht um sich selbst. Sie. Aber ich kann dir gar nicht genug für meine Rettung danken, obwohl ich einfach aus dem Fenster hinter mir hätte springen können. Ja. Endlich sehe ich meine kleine Tochter, mein Sonnenschein, wieder. Nach all den Jahren. Ja. Jo. Papa! Ih, Papa, du riechst. Papa, geh duschen. Ih. Das ist ein Gamer, der geht nicht duschen. Ja, genau. Hä? Oh, tut mir leid. Ich musste ohne Unterbrechung für Sie arbeiten.
Ich durfte nicht mal das Fenster aufmachen. Danke, Trainer. Du hast die ganz bösen Leute weggejagt. Nun kommt das Ballon-Pokémon bestimmt wieder.